Ja, Freunde, willkommen zur, zum 10.000 Abonnenten-Special von Mr. Mobile Fanboy und ja, was ist jetzt los? In den nächsten, ich sag mal so, 5 bis 10 Minuten werdet ihr die besten Szenen sehen, die lustigsten Szenen aus, ich glaube, mittlerweile 1.100 Videos von Mr. Mobile Fanboy. So ist es. Von hier, Kollege Matthias und mir. Ich hab da mal was vorbereitet, weil wir uns überlegt haben, was machen wir fürs 10.000 Abo-Special. Und das ist das Einzige, was da Special Guests kommen dann immer ab und zu, dafür brauchen wir kein Special. Ja, richtig. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wenn es euch gefällt, natürlich, ne, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, da sind wir wieder beim Simpsons Springfield-Spiel. Na, Alter, ich schreibe ja auch noch Kobold falsch. Matthias, setz dich. Alter, schieb mir einen Kobold, willst du mich verarschen, ey? Deine Mama ist eine Kante. Bam, 1-0. Nee. Die 100. Folge, ist das nicht Russell Crowe, den wir da hinten sehen? Muss ich das, Russell Crowe? Verpisst euch endlich! Hallo und willkommen zum Clash of Clans. Ja, ich mach das jetzt alleine, weil der mit dem dummen Schwätzer kann man sich ja nicht mehr anhören. Wegen der roten Haare kannst du sie leicht hin. Schrei doch nicht immer dazwischen! Oh, ja, hier heißt einer Mobile Fanboy Fanboy. Und einer hieß vor kurzem mal, Mobile Boyfan. Bisschen lenken, ein bisschen Gas geben. Fall rum. Oh, geil. Keine Türen mehr, keine Motorhaube mehr, ist nicht mehr so viel da von dem Auto. Lauf doch, du Pappbirne, warum ist denn der so langsam? Platzdeckchen, Moment, rup. Oh no, von der anderen Seite ist es auch dreckig, okay. Alter, liegt einer von mir am Spielfeld dran, du bist ein Arschloch, ey. Jedes Mal machst du meine Spieler kaputt, ey. Gerade da, du, ach guck mal, den wolltest du eh aus. Was hab ich denn? Ich hab Manuel Friedrich im Tor, du Bauer. Alter, geht mal einmal Kaffee holen, ne? Hier. Das ist ein Heim in der Milch. Was hast du gemacht? Nichts. Ich hab eine Kappe auf, das kann nur von dir sein. Deswegen würde ich sagen, ich muss das mal eben ganz kurz. Ah, ne, es ist ja da. Ah, was war das denn? Ich war schon ganz erschrocken. Okay. Könnte schlimmer sein, aber... Ja, die Mauerbrecher, die hauen sich da, die Riesen hauen sich natürlich da auch zu Tode. Und da habe ich noch ein Highlight gesetzt. Das ging natürlich auch voll in die Hose. Oh, Leute, ey. Schießt doch auf den... Ah, toll, jetzt schieße ich natürlich nicht da hin, wo ich den hätte. Und der Gewinner einer Spezialbratwurst ist... Da ist Matthias. Irgendwann drehe ich hier nochmal völlig durch. Eigentlich habe ich so viel Scheiße verzapft. La Familia hat geschrieben. Deine Leute können eigentlich komplett nach hinten laufen. Ja, die müssen sich da nur so hinten an die Seitenlinie da, an die Linie stellen und warten, dass der Ball da irgendwie kommt. Ja, genau die gleiche Zeit. Echt? 3 Runden, so schnell wie du 2. Ja, lass mich auch machen. Ich hab 100 Stunden mehr gespielt, ich kann... Das war er! Nummer 3! Ja! Tod Nummer 3! Top! Ja, jetzt haben wir diesen komischen Trainingsbeutel da, der da... Tu die Scheiße jetzt weg, Mann! Fred schwitzt beim Scheiß. Boah, ich sag's noch, in der Haut rein! Boah, du bist ein Porter! Ja, was kommt ich da denn für? Alles. Ja, jetzt muss das... Du Boa. Was? Wer war das? Markus, was ich hier gerade rumgetrieben, ne? Ja, ich kam aus der Wüste, warum? Das ist nicht, was die da alle reinschneiden. Fred hat. Klarer Sieg für den FC Bayern. Wunderbar. Da man ja sonst hier nicht so viel Neues machen kann, wenn nicht gerade wieder ein Update ist, wir machen gleich mal hier die ganzen Scheißhaufen weg und gucken mal, was da so an Geld zusammenkommt, wenn wir die wegdrücken. Matthias Schwinge. Ja, das ist natürlich immer gut, wenn man so, wenn man so Affen hat wie Matthias hier neben, der dann immer noch reinruft. Weil wir versuchen es einfach nochmal. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob mein Mikro eingesteckt ist. Erweiter mein Gehirn, Lernsaft. Oh, oh. Jetzt wird es Zeit, dass ich hier wegkomme. Warum? Hier hagelt's Einschläge. Ja, das ist der Geist. Herzlich willkommen zur 100. Folge von Let's Play The Simpsons. Heute mit einem kleinen Gast-Kommentator hier neben mir. Hallo! Ja, mal erreiche die Meisterliga. Ich schaff's leider nicht. Creeper. Ja, super.
Ich weiß es nicht, was wir heute machen sollen. Wir haben ja einige Truppen schon ausgebildet. Noch von heute Mittag. Das war das letzte Mal, dass wir reingekommen. Oh, Alter, wir haben so viele Riesen, ey. Oh, meine Fresse. Wir brauchen unbedingt noch Bogenschützen. Ja, das kennst du nicht, das Lied? Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Findest du das nicht nett? Bruder, ich hab keine. Da hast du's! Das hätte Gott mir, das hast du ja von meinem Geld sozusagen gekauft. Von deinem Geld. Ich muss noch einmal durch. Darf ich noch einmal lesen? Wegen der roten Haare kannst du sie leicht finden. Rothaarige hat der liebe Gott geschaffen, damit wir es nicht zu bequem haben. So, damit auch jemand mal liest, der das kann. Tschüss. Mhm. Das hast du bei jedem Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast gerade. Ich will nicht wissen, wie oft du jetzt schon. Jetzt bin ich mal gespannt gesagt hast. Yes. Ey, mach doch mal. Schreib's mal in die Kommentare, wie oft er das gesagt hat. Genau. Oh oh. Scheiße, Hühnerstall ist explodiert. Würde ich jetzt meinen. Naja, genau, ey. Würde ich jetzt meinen Kopf nehmen und volle Kanne in diesen verkackten Bildschirm reinmachen. Jetzt probier ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's gedreht. Was jetzt. Ah, schön, er hat unser Haus geflutet. Ich weiß auch warum. Warum? Weil ich hier unten Feuer gemacht habe. Weil du ein Feuer gemacht hast, ja. Hier unten habe ich das aber gemacht. Sieh mal zu, dass es gelöscht, Chris, Junge. Wie denn? Aua, ich habe mir das Knie verletzt. Ah, ne, ich habe mir das Schienbein verletzt. Was braucht man, um Twitch auf dem PC zu gucken? Wo willst du sonst gucken? Auf der Toilettenschüssel? Alter, was für ein Tipp? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber einfach mal auf die Homepage gehen und registrieren. Wo hat er das denn geschrieben? So, und aber da jetzt über die Schanze fahren, das können alle. Und wir fahren mal die normale Straße entlang, würde ich sagen. Oh, er hat eine Gruppe bei sich bei WhatsApp, die heißt La Familia. Ja, so, was ist das jetzt für eine Scheiße? Die Mauer ist übrigens, da gab es gerade einen kleinen Bug. Matthias wohnt ja in Hildenheim und da ist er ganz großartig in der Mafia und deswegen hat er auch eine Gruppe, die heißt La Familia. Die Mafia von Hildenheim. Ja, so. Matthias, wo bist du? Da kommt immer so. Da wird man immer angeschossen, aber wir haben die Rakete auf jeden Fall ganz gut verarscht, würde ich sagen. Aber uns dann selber leider auch. Einen Versuch würde ich aber noch unternehmen. Ich bin zu langsam. Ich muss mal die Hand wechseln dafür. Moment, mal kack besser mit rechts. Alter, jetzt mach doch wenigstens die Mauer kaputt, ey. Es ist doch echt. Ich würde am liebsten jetzt. Genau, mach ich auch noch. Ich werde die neue Bachelorette, ne? Matthias kriegt die letzte Rose. Ja. Möchtest du diese Rose haben? Nein, verpiss dich. Wir haben ja schon den einen Affen, der die ganze Zeit die Clash of Clans Videos macht. Mal so einen richtigen Affen, das wäre doch auch mal was. Ah, Alter, den haben wir genatzt, aber dann sind wir. Ja. Wir haben die Rakete noch genatzt, aber dann habe ich es leider wieder verbockt, ey. Scheiße! Die Treppe ist. Nein! Er hat nicht mal ungespielt 48 Stunden Livestream gemacht, ja, ne? Ja. Keine Ahnung, ich würde auch mal. Und am Ende war er dann ungewaschen, oder was? Na, flieg doch einfach eine Linkskurve, du Dämmlack, anstatt dich nach 100 Jahre rüber zu drehen, ne? Sauber. Okay, die Runde hat sich schon gelohnt.